Herzlich willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen beim MusoTalk Club Music Production Workshop. Mein Name ist Dominik De Leon und ich bin Dozent bei audioworkshop.de. In unserem letzten Kapitel des Club Music Production Workshops haben wir ja bereits das Destructive Editing kennengelernt, das Slicer-Tool LiveCut von Smart Electronics. Heute möchte ich euch noch ein weiteres Tool zeigen, was ähnliche Features hat, aber doch etwas komplexer ist und vor allen Dingen non-destructive. Das bedeutet, ich kann Bypass drücken und das Material ist wieder original und ich kann es sogar über MIDI triggern. Und das zeige ich euch jetzt. Es handelt sich um das Plugin aus dem Haus Sugarbytes namens Effectrix. Ihr seht hier, es handelt sich um einen Step-Sequencer, der ein Step-Sequencer-basiertes Insert-Effekt-Plugin mit ganz vielen verschiedenen Effekten, die man eben reinrouten kann. Und das hört sich dann erstmal so an. Das ist mein Loop, mein Slice. Ein Snippet, den ich vorbereitet habe. Und jetzt können wir hier selektiv verschiedene Effekte hinzufahren, zum Beispiel diese X-Loop oder X-Loop-Funktion. Und man hört direkt die Verwandtschaft zu dem anderen Tool, was ich euch gezeigt habe. Oder die normale Loop-Funktion. Okay, Scratch-Loop. Reverse. Stretch. Vinyl-Effekte. Tonales Delay. Stutter-Effekte. Ein Bitcrusher, ein Filter, den man natürlich eher auch unten verändern kann, Phaser, Chorus, Delay und Reverb. Das ist jetzt alles erstmal nicht so spannend. Aber ihr habt vielleicht schon gesehen, dass man das Ganze im Kontext eines Step-Sequencers laufen lassen kann. Das heißt, die ersten von 32 Steps, die ersten drei Steps sind Stutter, die nächsten fünf Effekte sind Vinyl, der nächste Effekt ist Filter und so weiter und so fort. Das Ganze ist wirklich mega komplex und deswegen, bevor wir uns da verirren, steppe ich mal mit euch ein paar Presets durch, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, wie sich das anhören kann. So, jetzt habt ihr ja schon mal einen kleinen Eindruck davon gewinnen können, wie viel verschiedene Routing- und Effektmöglichkeiten Effectrix für euch bietet. Ich möchte mit euch aber jetzt noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie man das Ganze in dem Arrangement etwas musikalischer einsetzen kann. Ich habe mir gerade eben beim Durchhören auch schon ein Preset ausgesucht, was ich gerne mit euch weiter verarbeiten möchte. Und zwar handelt es sich um das BeatPainter 2 Preset, was ich mir jetzt hier ausgesucht habe. Das hört sich dann so an. Das beinhaltet Phaser, Vinyl, Reverb und Crusher-Effekte, die halt hier innerhalb dieser 32 Steps angebracht sind, auch relativ rhythmisch schon klingen. Ich möchte aber jetzt noch ein paar Abwandlungen davon haben und deswegen aktiviere ich den Knopf Trigger bei MIDI und kann jetzt über diese kleine Tastatur dieses Preset sozusagen der Taste C1 zuweisen. Das ist jetzt auch schon passiert. Das bedeutet, ich muss natürlich jetzt auch mir wieder eine MIDI-Spur aufmachen, die dann auf den Effectrix zeigt. Ja, das machen wir jetzt auch. Das habe ich hier unten schon vorbereitet. Hier ist die MIDI-Spur Effectrix 1. Und die zeigt hier auf den Insert 1 Effectrix, wo wir gerade dieses Beat Painter Preset geladen haben. Und in der Spur habe ich einfach nur die Taste C1 gedrückt, aufgenommen und die läuft jetzt im Prinzip durch. So weit, so gut. V.
Vorteil an der ganzen Sache ist, sobald ich die Taste wegnehme, ist es im Prinzip wie ein Bypass. Ja, das heißt, in dem Moment läuft das Original. Und man kann also schon zwischen Original und bearbeitetem Signal hin und her schalten, indem man einfach diese Taste oder diesen Part mit dem C1 an- und ausmacht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was man aber auch machen kann, ist, man kann ja noch Variationen jetzt machen, bauen. Und das machen wir jetzt. Das heißt, ich gehe wieder in meinen Effekt-Tricks rein. Wie wir sehen, hat sich ja dieses Preset ist jetzt auf der Taste C1. Und ich habe hier neben die Funktion C und P, das ist Copy and Paste. Das heißt, ich kopiere dieses Preset auf D1 und paste es einfach. Und kann jetzt hier eine Variation machen. Wichtig dabei ist, ich sollte jetzt mal Trigger bei MIDI kurz ausmachen, damit ich das Preset so bearbeiten kann, sonst würde er immer wieder auf C1 zurückspringen. Und jetzt mache ich hier einfach eine Variation. So, ich habe jetzt hinten eine kleine Variation gemacht in den letzten Steps von dem neuen Preset-Pattern. Ganz wichtig noch, was ich euch mit auf den Weg gebe, wenn ihr dieses Plugin benutzt. Mit der linken Maustaste macht ihr innerhalb dieses Sequencer-Fensters, könnt ihr diese Effekte, diese Bars eben ziehen. Mit der rechten Maustaste könnt ihr sie wieder löschen. Tut euch den Gefallen, bleibt bei der Maus. Greift nicht zur Entfernen-Taste, denn das wird bei diesem Plugin nicht funktionieren. Dann löscht ihr euch aus Versehen nämlich eine Spur oder einen Part, den ihr markiert habt. Ja, bleibt bei der Maus, ansonsten fehlen euch später irgendwelche Instrumente oder irgendwelche Loops. So, ich aktiviere jetzt wieder meine Trigger-Funktion. So, sofort springt er um und jetzt möchte ich hier unten, das sehen wir jetzt nochmal hier in dem Part, ohne ist natürlich, wenn kein Part da ist, dann wird das Original gespielt. Der blaue Part ist jetzt mein C1. Und jetzt mache ich einfach hier in den neuen Part ein D1. Das heißt, da wird dann, wenn ich alles richtig gemacht habe, wird dann in diesem Part, den markiere ich jetzt auch mal irgendwie manchmal orange, dann sollte in dem Fall tatsächlich dann Effect-Tricks auf das neue Preset umspringen. Also von C1 auf D1. C1 und jetzt auf D1 und wieder zurück auf C1. Und so schnell kann man natürlich sich seine eigenen Presets bauen und verhackstücken und dem Ganzen wirklich einen sehr, sehr musikalischen und vor allem kontrollierten Schliff geben. Wie sich das dann im Zusammenhang mit einem ganzen Arrangement anhört, ich habe noch einen zweiten Effekt auf eine andere Spur draufgelegt, das können wir uns jetzt auch anhören. So, und das ist eine Alternative, wie man eben auch mit Slicer und Special FX arbeiten kann, ohne direkt das ganze Material destructive eben editieren zu müssen. Und man kann immer wieder aufs Original zurück, hin und her springen, Wet-Dry-Effekt sozusagen und so vor allen Dingen auch noch im Arrangement später neue Patterns hinzufügen, immer wieder Variationen reinmachen, damit es nicht langweilig wird.